Hallo und willkommen zu einer neuen, spannenden Runde von League of Legends. Ich bin der Jules, der Dan ist leider schon schlafen gegangen, aber bei mir ist ein sehr adäquater Ersatz und zwar sein Bruder, der Aiko. Hallo Hola. Aiko, holla. Ich sehe, du hast einen Skin für die Katharina gekauft und zwar den Ja, Söldner-Skin. Das ist aber ja ich bin super. leider etwas unzufrieden damit. Ach ja, Ich hätte mich aber. lieber für einen anderen entschieden. Ja gut, du kannst ja vielleicht noch zurückgeben das Ganze, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen flott machen und zwar habe ich den Malzahar, den habe ich noch nie gespielt, es ist die Premiere jetzt und wen haben wir denn noch Schönes? Ezreal ist bei unserem Team, ja, den kennt man ja auch schon. Darius ist eigentlich auch ein klassischer Charakter, den eigentlich jeder zweite nimmt. Teemo ist ein Arschloch, ist deswegen auch bei uns im Team und beim Gegner auch sowieso. Und ja, der Gegner noch Sion. Den finde ich super. Master Yi ist eigentlich in jedem Spiel zu sehen. Lux Warum ist er gerade frei? ist auch in jedem Spiel irgendwie zu sehen. Ja, und wer der andere ist, da habe ich keine Ahnung, weil der nicht connected hatte. So, Aiko, du hast diesen Charakter schon mal gespielt. Was empfiehlst du mir denn? Ja, fang ganz normal an mit den Laufschuhen erstmal und mit Heiltränken. Gut habe ich nicht gemacht. Ich habe doch ans Ring. Aber von Ganz den schlecht. Skills her, was mache ich? Nee, ist okay. Willkommen in der Kluft Was der mache ich für einen Skill? Veteranen. Um. Diesen E-Skill hast du gemeint. Ja, aber warum geht Darius jetzt top? Bot, wir haben doch gesagt, wir gehen Bot. Ja, der hat, glaube ich, nicht gelesen. Ich Ich glaube, sage ich muss einfach mal. Mitte gehen. Ach, schade. Ich bin halt ein Mitcharakter. Ja, dann sagt das. Ja, gut, Ja, dann nehme ich den. fang bei dir mal an. Der Q-Angriff bei dir ist jetzt nicht ganz so gut. Ja. 30 Sekunden bis zum Ja, Ende der Kampfphase angezeigt. Dass du den auf den das war schon kompliziert, habe ich mitbekommen. Fang mal am besten mit E an. Mit E. Das ist gegen einen Einzelnen, oder? Gut. So, Macht dann W und Q am besten. EWQ, alles klar. Ja. Wir haben ja schon Sion und Lux bei uns in der Lane. Ich habe jetzt Ja. den E-Skill gemacht. Der macht Damage over Time anscheinend, oder? Ah, 4 Sekunden lang, genau. Stirbt das Ziel, während das von den Visionen beeinträchtigt wird, springen diese auf einen weiteren nahestehenden Gegner über. Ach, das ist Da ja habe ich gelesen, super. das ist ein guter Trick, dass du den auf einen halbtonen Vasallen machst. Der läuft zum Beispiel jetzt zu einem Champion und dann kann Ach er ja. darüber springen. Ja, das stimmt. Das ist echt fies, aber darauf muss man erstmal kommen, gell? Ja, ist auch nicht ganz so einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich bin auch ein Ranged Magier, bin ich. Und du schwebst. Und ich schwebe, das ist klasse. In der Mitte ist bisher noch keiner. Aber das wird sich bestimmt gleich ändern. Ja. Und wie ist der passive Skill? Wenn ich 4 Creeps töte, dann kriege ich einen Bot. Oder was? Wie war das? Das habe ich bisher auch noch nicht herausgefunden. Ach nee, nach 4 gewirkten Zaubern. Also ich muss 4 Zauber Ah, genau, wirken. dann kriegst du so ein kleines Vieh, das mit dir rumläuft. Und das wird mit Ah. der Zeit immer stärker und größer. Aber nach 21 Sekunden ist es dann tot. Oh je. Aber bei, ich glaube, 7 Sekunden, ich weiß jetzt nicht genau. Da hat das 100% mehr Attack Power. Echt? Ja. Hilfe. Ja, wenn das nochmal mithilft, kann es schon ganz gut sein. Ja. Ja, mein PC bzw. meine Internetleitung legt wieder. Das ist klasse. Immer beim Spielen, da fängt's an. Ja, aber ich hoffe, ich bleibe diesmal verbunden mit dir. So, da ist Lux. Also, ohne Mist, ich habe jetzt noch nicht viel mit meinem Charakter gemacht, aber der macht Spaß irgendwie. Ja, der macht wirklich Spaß. Vielleicht sollte man den mal ins Auge Ah. fassen, ne? Die habe ich schön in der Mitte. Das freut mich doch. So, jetzt habe ich diesen Q-Skill. Ach, scheint schon mal da. Aha. Sah interessant aus. Der verlangsamt auch die Gegner, oder? Nee, ich glaube nicht, Ja, oder? ne, verstummen war das genau. Wenn du Ist den aber hoch auch. hast, kann der eigentlich auch ziemlich reinhauen, aber der muss halt treffen. Das ist nicht so einfach manchmal. Ja.
schon ziemlich schwer. Und Darius geht gleich drauf. Dieser verrückte Vogel. Aha. Der Yi macht nur seinen Opener hier bei mir und dann geht er weg. Gut. Ja, der Master Yi, der kann ja anscheinend nur seinen Opener als richtig aktiven Skill so. Also ja, wenn der AP ist schon. Mhm. Ist er AP? Der ist ein AD eigentlich, oder? Du kannst ihn so spielen. Achso, meinst du, ob der jetzt einer ist? Ja. Nee, jetzt ist er noch gar nicht. Ja, eigentlich ist das ein AD, oder nicht? Aber ich glaube, der macht auf AP. Sonst hätte er schon die Klinge gekauft. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Master Yi gespielt. Will's auch nicht tun. Weil der mir so auf Nerv geht, dass der mir so unsympathisch einfach ist. Deswegen habe ich immer gespielt, damit ich weiß, gegen was ich da spiele. Ja, nee, das sollte ich vielleicht auch eine Runde tun, aber ich habe noch nicht die Motivation gefunden. Weil der ist ja momentan auch frei verfügbar, oder? Ja. Ja. Deswegen spielt ihn auch einfach jeder momentan. Ja, nicht nur momentan, also. Ja, der ist halt auch sehr günstig. Ja, das sowieso. Ich habe eh so ein bisschen Bedenken, immer so einen günstigen Charakter zu spielen oder zu kaufen, weil ich denke, dass die jetzt nicht so cool sind irgendwie, aber... Naja, Fiddlesticks ist doch ganz cool. Ja, Fiddlesticks Poppy, ist richtig cool. Poppy zum Beispiel ist auch günstig. Ja, hab ich aber auch noch nie gespielt. Da haben auch Leute Angst vor. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich getroffen. Mit meinem Q-Skill. Also das ist echt cool mit dem. Ist auch. Ich mag es ja, mit dem Spaß. Spiel, dass jeder Charakter einen anderen Spielstil hat. Also zumindest fast jeder. Dass immer irgendwas die so besonders und ausmacht, gell? Ja, aber Akali und Katharina zum Beispiel sind ziemlich ähnlich. Ja. Ist halt so messerschwingende Chixen. Yeah. Wie ich das Wort hasse. Aber es hat gepasst. Ich habe jetzt noch gar nicht bei euch auf der Lane geguckt. Ah, bei mir ist gerade alles gut. Ja, bei mir nicht. Ich bin gestorben. Zauberschuhe? Nee. So, Fähigkeitsstärke. Da gehe ich mal jetzt wirklich extrem auf Fähigkeitsstärke, natürlich. Als Zauberer. Ich mache ja nur magischen Schaden. Das denn? Das muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. Das Lehrenfeld. Es schafft ein Gebiet der Leere, das 5 Sekunden lang bestehen bleibt. Es verursacht dann Gegnern darin jede Sekunde 4% plus 1% ihres maximalen Lebens. Wow. Das hört sich übel an. Ja, deswegen sollst du auch den Ulti am besten machen, wenn der da drauf steht. Okay. Weil wenn du den Ulti machst, kann der sich nicht bewegen. Echt nicht? Nee. Das steht hier aber nicht. Achso, um es zu hundern. Ne, da steht da nicht, dass der bewegungsunfähig ist. Ist er aber. Sicher? Kannst du nicht mehr bewegen. Okay. Oh, ich muss sicher, dass es da nicht steht. Ja. Ich kann lesen, gerade so. Na gut. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. So, jetzt habe ich ein Skill. Also dann mache ich erst den Ulti, dann das Feld, oder was? Ne, andersrum. Achso. Wenn du den Ulti machst, kannst du nichts mehr machen. Also du musst dann kurz warten. Wenn du was anderes machst, wegläufst oder sowas, unterbrichst du den. Ach so, okay. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das war ziemlich schnell wieder weg, die Lux. Muss ich halt noch üben. Wow, Lux hat mir gerade ihren Ulti reingehauen und ich bin... Ein Regenbogen. Gestorben. Darius flamet jetzt anscheinend gerade rum, dass ich zumal gestorben bin. Aber er ist Level 4, ich bin Level 6, er soll man nicht hier so die Klappe aufreißen. Ja, I have Ulti, sagt der Esreal. Der Lehrenstab, das ist immer... Ja, der läuft gerade hier nicht so rum. Ja, das kann ich ja mal gerade gucken. Mitte sieht gut aus, du hältst den gut unter Kontrolle, den Master. Und Toplane Teemo gegen Teemo, schwerer Kampf gerade. Ich laufe noch. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht gleich wieder in den zwei Gegnern stehe. Ein Gegner wurde getötet. Oh, naja.
Jetzt sollten die hier oben in der Top-Lane aber abhauen, genau wie ich bis jetzt hier wieder zu mir schalten sollte. Super. Ja. Darius ist auch so ein Idiot. Er geht einfach mal mit null Leben, geht er nach vorne. Sehr gut. Nur weil das zweite Mal, dass ich ihm jetzt den Arsch rette, und wenn er gleich nochmal irgendwas sagt, dass ich sterbe, dann komme ich nicht mehr, um dem zu helfen. Da ist schon elendig verrecken da. Das steht auch bei den Tipps. Was denn? Wenn man flamed, können die Spieler auch zu spielen. Achso. Ja, ist ja logisch, gell? Man gewinnt viel weniger, wenn man flamed. Ja, wer will auch dem Arschloch helfen, ne? Ja. Achso, ich muss mal SS schreiben. Ja. Einer ist weg, und zwar die Lux. Ist aus der Lane verschwunden. Achso, ist ja eigentlich für dich wichtig, gell? Ja, ich gehe eh jetzt mal zurück. Na, Lux ist wieder hier. Gut, die war wohl nur aufladen. So, jetzt. Oh, Timo ist ein Blutrauschen, hat seinen Rattenbruder erledigt. Oh, jetzt sind die Vasallen in ihrem Turm. So, Darius, komm. Machen wir mal die Lane. Oh, was ist denn jetzt passiert? Nix. Gut. So. Tisch wieder zusammengebaut. Sehr gut. Mitten im Spiel, das ist Multitasking. Das ist gar nicht so leicht, das Feld zu machen und dann den Ulti. Weil da muss man schon nah dran sein am Gegner. Aber Lux ist im Busch und... Ach. Nein. Oh, zurück. Oh, das war knapp. Wäre ich doch schon wieder fast draufgegangen. Nein, jetzt gehe ich, glaube ich, drauf. Lux, hör auf. Oh, nein. Ich war gerade wirklich sehr überfordert, weil ich die Kombination machen wollte. Das leeren Feld... W und dann R, aber ich hab's nicht richtig hinbekommen, das zu drücken. am besten, ja. du gibst denen erst diesen Buff, die Buff da, was es auch immer ist. E? E, genau. Ja. Und dann musst du ganz schnell den W-Buff machen, W-Dings da, dieses Feld, und sofort den Ulti. Das muss sau schnell gehen. EWR. Das wäre doch ein Job für die Koreaner, für die Südkoreaner. Nicht die Nordkoreaner. Die Nordkoreaner drücken eher den roten Knopf. So, was ich muss mich jetzt leider mal aus der Mitte zurückziehen. Ja, ich sehe es, ich folge dir gerade. Ich guck dich mal jetzt an. Und, na gut. Die hat jetzt nicht so viel. Ja. Die sieht nicht ganz anders aus. Also mit der. Nee, deswegen war ich auch enttäuscht. Ja. Deswegen war der Skin wahrscheinlich auch so günstig. Ja, das ist bei Rammus auch so, dass der, ich weiß nicht, wie heißt, da wo das so eine Eisschildkröte ist, das sieht ja genauso aus wie Rammus, nur halt in Blau, gell? Ja. Finde ich jetzt auch nicht so cool, kostet auch nur 525 Riot Points oder wie viel das sind. 25 Riot Points? Ja, keine Ahnung, wie viel das sind. 500. Ja, 520. Ja, 900 ist ja Standard, aber auch dann für die guten Skins, gell? Ja. Naja, Nachtraben, Fiora finde ich jetzt auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich überlege auch schon, als ob ich die nicht zurückgeben sollte. Kann man das? Ja, kann man. Dreimal. Also jetzt nicht nur Skins, sondern alles, auch Champions, gell? Ja, das jetzt hatte ich versucht, EWR zu drücken, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Ah, fuck, ey. Die könnte ich jetzt mal langsam platt machen. Ich glaube, jetzt hat er sich schon zurückgezogen. Nee? So, jetzt könnte ich aber. Ah, der läuft auch immer schön zum Turm. Oh, jetzt mach ich den Ulti. Ah, super. Hat fast geklappt, aber nur fast. Alter, hör auf zu pingen. Was macht der denn? Ich hau dem gerade alles rein, was ich habe. Boah.
hat das jetzt gedauert. Ja. Ich schreibe TY. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Da habe ich mich im Busch versteckt. Jetzt gehe ich aber nicht zurück, sondern mache erstmal. Oh, den super, super. Das war super gerade. Ich habe diesen Q-Skill gemacht. Und die ist genau reingelaufen. Und so habe ich sie dann gekriegt. So, ich habe den Nasus mal mitgenommen, jetzt porte ich mich mal zurück. Okay. Ich porte mich jetzt auch mal. So. Ach super. Jetzt der macht echt Bock zu spielen. Das ist richtig gut. Könnte ich mal vielleicht mal nach unten gucken? Mal ein bisschen helfen. Oh nö, muss man nicht. Kannst du da mal voll. Nee, mach Mitte. Wir haben hier echt gar keine Probleme. Steht auf 14 zu 6, wir halten ja, ganz gut. So pushe ich euch vielleicht ein bisschen. Ja, gut, pushen könntest du. Ja, nee, brauchst du echt nicht. Wir haben die echt gut hier im Griff. Schau mal hier oben, Nasus Level 5? 6? 5? Level 5? Was ist das denn? Der wurde richtig klein gehalten. Au, au, au. Aber Darius ist jetzt gerade wieder etwas im Gebüsch versteckt. Na gut. Das war riskant. Nein, ich hätte fast den Zion geholt, aber ich wurde betäubt. Schade. Sehr so schade. Oh ja, Eiko, du kannst ihn holen, der ist. Komm, geh hin und mach ihn kaputt. Jawohl. Alles. Jetzt bin ich greedy. Jawohl, jawohl, jawohl. Hä, aber Eiko, der hat ja gar nicht sein Leben verloren gerade. Bei was denn? Bei meinem Ulti. Echt nicht? Nee. Oje, da musst du langsam mal Fähigkeitsstärke kaufen. Ich mache angeblich 550 Damage. Ja, wenn die Magie Resistenz gekauft hat, viel? Müsst du mal gucken. Hat sie nicht. Oder. Ich bin gerade etwas verwirrt. Doch, die hat ein bisschen. Ja, aber doch nicht so viel jetzt, dass sie hier 550 Damage da widerstehen kann. Du machst nur 500? Ja, bisher. Mit zusätzlich? Ja, mit zusätzlich. Also 400 okay. So und plus 180 zusätzlich jetzt. Oh, Master Yi ist hier. Eiko, du hast nicht Mist gesagt. Ja, ich hab gedacht, der ist noch tot. Ach so. Das ist nicht so gut. Aber okay, mit dem sollten wir auch eigentlich locker fertig werden. Bei uns sind aber zwei Miss, aber ich glaube, die sind noch. Das ist auch ein AD, Je. Ah ja, okay. Ja, Darius läuft hinterher, aber Je hat kein Interesse, da auf den Kampf einzugehen. Ich warte hier mal auf ihn. Okay. Aber nicht bekommen. Schade, schade, schade. Ah, dieser Q-Skill, der ist schwer zu handhaben. Schwer zu handeln. Ja gut, Sion, der... Ich weiß nicht. Er ist zwar im Nahkampf mit mir, aber hat mir nicht mal die Hälfte weggeschlagen und ich habe ihn gerade übelst down gemacht. Aber gut, er ist Level 7, ich bin Level 11. Okay, ich habe mal Lux mitgenommen. Oh, sehr gut. Lux war nicht mehr in der Lane. Ja. Hast du gemerkt, gell? Ja, habe ich gemerkt. Ja, super. Stab hochgefuchtelt hat bei mir. Ja, die mit dem Regenbogen immer und Zauber und bla. Ja, aber Lux ist ein bisschen gefeedet, Jules. Was? Dreimal von mir und viermal von Darius. Ja, gut. Darius macht in der Zone so einen guten Eindruck. Wo ist der eigentlich schon wieder? Der hüpft irgendwo in der Mitte rum. Lässt sich jetzt töten. Ach, da ist er.
Oh Mann, Darius. Ach jo. Warum verlässt er auch die Lane? Hier ist er doch sicher. Hier hat er einen super Kameraden an seiner Seite. Mich. Pro Gamer. Oh, jetzt ist Sion wieder hier. Ach, Level 7 ist ein Witz. Ja. Und. Oh, aber Lux ist kein Witz. Ja, das war böse gerade. Ich werde mal mich hier in den Busch stellen und auf Lux warten. Ah, da kommst du schon. Ich lock sie ein bisschen, weil ich habe ja nicht mehr viel Leben. Nee, hör auf, hör auf. Ja, komm. Yeah. Den hol ich auch noch. Jetzt habe ich erst ein Ulti gemacht und das Lerchenfeld danach. War jetzt nicht so gut. Ah, schade, schade. Oh, oh, Timo ist hier. Die Ratte. Die Ratte. Fuck, fuck, fuck. Nein, sehr gut, Mist. Sehr gut. Ah, shit. Er hat bestimmt wieder einen Pilz gesetzt. Ja, der lässt immer seine Pilze hier liegen. Dieser verdammte Ratte. Schade. Darius geht jetzt die ganze Zeit in die Mitte, oder was? Anscheinend. Ja gut, jetzt will er wohl so ankündigen, dass wir Teamfights machen sollen. Huh? Aber hier oben geht auch gerade voll die Party und der Top-Lane. Ja, Timo wurde mal wieder getötet. Wann? Ja gut, dann gehe ich jetzt auch mal in die Mitte. Huh? Wir können jetzt auch zusammen hier versuchen, Bordfüßen zu pushen. Achso, ja, können wir auch machen. Aber das ist ein bisschen langweilig mit Sion, der Level 8 immer noch ist und sich die ganze Zeit töten lässt, und das kann man wirklich so sehen. Das ist schon ein bisschen traurig eigentlich. Was soll man machen? Ja, töten. Muss man ihn halt töten. Ja. Legt's ja drauf an, gell? Oh, Mitte sind drei. Ja, nee, lass Mitte gehen, Alko. Ich bin jetzt gerade an den Turm. Okay. Aber dann werde ich sofort rüber. Ja, ich komm schon, ich bin doch da. Wenn ihr noch lebt. Ja, leben. Ah, Sion ist doch hier. Oh, wieder, dann würde ich mich zurückziehen. Ja. Oh. Jetzt haben sie mich zu zweit erwischt. Geh ich mal hier auf den Narsus. Darius hat mir den Kill gestealt. Ja, diesmal habe ich Kill gestealt, nicht still gekillt gesagt. Oh, ich bin ihm wirklich noch entkommen. Sehr gut. Also mein Begleiter hier, das sieht schon übel aus. Dieses kleine Vieh? Ja. Ja, ja. Der macht auch ganz gut Damage, oder? Wo ist er denn? Ja, mit der Zeit wird immer stärker. So, ich komm gleich auch mal. So, Bot und Toppenlane, da sind... Was? Bot und Toppen? Ich meine Top und Bot Lane. Oh, passt auf Lux auf. Ja, Steel läuft hier wieder einfach nur rein. Also Lux spielt wirklich gut, muss ich sagen. Ja, wo ist Lux eigentlich? Ach, da. Was ist denn jetzt? Ach so, ich hab noch... Ach, das war gerade voll der Fehl. Nee, das war jetzt gerade voll der... Hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, fuck. Da, Narsus hat nicht mehr viel. Okay, ist down. Jawohl, was macht ihr denn hier alle? Ich hab versucht, die Lux zu holen, aber nicht ganz geklappt. Oi. Boah, das war gerade ziemlich viel Action. Sowas hält mein Herz doch nicht aus, Heiko. Ja, ich weiß. So. Ah, da setzt einfach wieder ein Pilz. Schon mal noch Zauberschuhe. Ja, Timo, seine Pilze, die sind wirklich das Schlimmste, was es gibt im Spiel, finde ich. Also Mitte können wir jetzt erstmal vergessen. Mit Niederles Sperrwurf. Ja, der hat schon wieder einen Pilz abgekriegt. Der war doch hier überhaupt nicht. Ich geh mal in die Botlane, kriegst du auch, oder? Ja. Anscheinend. Gut, ja. Oh, Timo geht auch. Gut, dann sind mal vier Leute Sinn, jetzt weil in die alle der Botlane. Ja. Aber Ezreal, der könnte vielleicht dann die Toplane mal gehen, weil da ist auch die Kriegste nicht gut, Mann. Oh. Ich habe jetzt auch magische Schuhe gekauft. Ne, Zauberschuhe sind das, genau. Endlich mal mit Level 14. Vier Mitte, ha? Mitte? Man hört's auch. Ja. Ist jemand am Ausrasten? Ja.
Ist, glaube ich, der Darius. Ja, genau, der macht das immer. Noobs, Rivers. Immer machen. Ja, jetzt wollte er wieder so einen kleinen Pilz hier hinsetzen, aber... Wow! Au. Ja, au. Ja. Endlich hat's geklappt, die Combo. Sehr gut. So habe ich auch Nasus jetzt weggeholt. Darius macht Luxplatz. Super. Sehr gut. Haben wir jetzt einen gleichen Ast, oder? Wer fehlt denn noch? Es fehlt nur noch Zion, aber naja, es ist ein Ast. Ja, dann pusht ihr mal. Ich geh mal zurück. Wo ist der eigentlich? Ist der AFK gegangen? Schon lange nicht gesehen. Na gut, aber vielleicht spielt er Zion gerade das erste Mal. Vielleicht ist er ein Dschungler. Ja, er fühlt sich halt nicht wohl in der Botlane. Ja. Hat man halt gesehen, gell? Ah nee, mein Gott, vielleicht ist sein erstes Spiel oder so, was weiß ich. Ist jetzt ja, ich habe eben gesehen, 800 Siege. Nein, Quatsch. Als ob. Jetzt könnt ihr mal langsam zur Verstärkung auftauchen, Jungs. Sieht schlecht aus, Schutz. Ja, gut. Dass ich da bin. Ja, sieht auch für mich schlecht aus. Timo hüpft irgendwo in der Gegend rum. Ja, nee, das war's für mich. Ich versuche jetzt die Andras Qual. Ist die gut? Die ist gut. Die Maske. Hat mir auch der Pro-Gamer Phil empfohlen. Unser Phil. Der Phil. Cutter, du wirst gerufen. Ich soll zurückkommen. Ja, hab ich von vor. Mhm. Obwohl da zwei ziemlich angeschlagen waren in der Mitte. Hättest du vielleicht beide noch wegholen können mit deinem Rücken. Ja, aber das Lux. Lux ist böse. Timo, Nuplay, Tim, halt, was? Ich glaube, Darius muss mal echt mal das Maul stopfen, so ein Stück weit. Der geht mir ziemlich auf den Senkel. Ja. Was bringt eigentlich ein Report? Ich weiß es. Wow. Da entscheidet das Tribunal darüber, die kriegen dann die Demo vom Spiel und können die angucken und dann gucken sie halt, ob der geflamed hat ja, oder sonst. Ja, aber das was. Machen sie noch nicht bei jedem, oder? Das weiß ich das nicht, weil das ich Tribunal da besteht ja aus den Spielern an sich, gell? Auch aus den Spielern. Und jeder, der beim Tribunal mithilft, der bekommt dann auch Belohnungen in Form von Riot Points zum Beispiel. Würde ich schon gern machen und ich informiere mich auch mal darüber, wie das so abläuft. Also wie man das bewerten kann. Ob man sich da bewerben muss oder so. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, es bringt überhaupt nichts. Ja gut, was willst du dann bringen? Es ist ja so, dass bei League of Legends und Dota vor allem auch die Community angeblich nicht so freundlich sein soll. Deswegen wurde das ja auch als eingeführt, dieses ganze System und so. Mit freundlich, Teamgeist und so. Ja. Freundlich ist er wirklich nicht. Oh, Lux. Ja gut, ich komme jetzt auch mal. Ich habe gerade nur Priest-Pad gemacht. Ah, jetzt sind da. Oh, ich bin ein Pilz gelaufen. Timo ist hier. Hinter mir kommt Timo. Und er ist wieder weg. Er hat einen Pilz gesetzt. Achtung. Oh Mann, das gibt's nicht. Ich dachte, der hat ihn in die Hecke gesetzt. Nee. Ey, jetzt können wir aber mal ein bisschen pushen hier, Leute. Ja, aber ich bin leider kein Tank. Ja, wir haben gar keinen Tank hier in unserem Team. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh, ich stehe mitten in diesem Kreis. Da frisst Kreis. Oh, rechts sind unsere Creeps dran. Oh, super. Und Timo. Und Timo. Ei, gleich bin ich down. Wow, bin ich ein Glückspilz. Ach du Scheiße. Ich bin gerade diesem Regenbogenstrahl von Lux ausgewichen, aber wie? Und ich wollte in den Busch, um mich zurückzuporten, und da war ein Pilz. Oh, ja, ich porte mich auch gerade zurück. Ey, Aiko, was geht ab? Hallo. Ja, ich chill hier so ein bisschen in der Base. Ja, coole Sache. Du bist voll hübsch und so, gell? Ja, bist voll mit weißen Haaren. Voll halb nackt und so bist du. Ja. Meinst du, sie ist jetzt 18? Die ist 18? Momentan ist es 16. Oh. Okay. Lass das mal nicht deine Freundin hören, Alko.
Ach, die spielt das Spiel ja selber. Wegen den hübschen Frauen anscheinend. Meine hat es ja auch mal gespielt, aber ist irgendwie nur bis Level 5 gekommen, dann hat es keinen Bock mehr gehabt. Mit dem Charakter im Spiel, oder? Nein, somit mit dem Beschwörer-Level. Ja, ja. Na gut. Ja, ja. Also das sieht jetzt hier nach Pushen mit Top-Lane aus. Ja, ich bin dabei. Aber es sind zu wenig Creeps von uns, das ist schade. Ja. Dafür haben wir einen verrückten Magier dabei. Also tankst du mit dem Magier, ist tracken. Was, Purple Team ist tracken? Ja, ja, der ist auch tracken. Warum hat er das angesagt? Da unten ist Lux. Guck mal, oh, sehr gut. Ja, der hat mich festgehalten, die Schlampe. Ulti! Mist. Oh, oh Gott. Ich habe den Fehler begangen, dass ich den Ulti abgebrochen habe, indem ich angegriffen habe. Das darf man nicht, gell? Nein. Ja, ist mir jetzt aus Versehen passiert. Warte, warum macht Ezreal die Blatt mit Level 13? Die anderen sind 16, 16, 16? Nee, nee, ich habe die halt Blatt gemacht. Die ist zurückgelaufen und der hat so ein Ding hinterher geschossen. Ja, aber trotzdem, das kann doch nicht sein. Die hat doch keine HP mehr gehabt. Die Creeps in der Bottom Lane machen unseren Tower Crash Blatt. Ist nicht so cool. Top Lane sieht auch ganz ausgeglichen aus. Eieiei. Ich könnte mir gleich Liantris Qual holen. Ich spare gerade auf die Tobis. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Verkaufe ich diesen komischen Ring. So, jetzt habe ich sie. Und seit Turm hat immer Glück ab. Oh, ja. Aber ein Schlag ist kaputt. 45 HP hat der Turm noch. So, jetzt habe ich Leandris Qual gekauft. Zauberschaden verursacht wiederholt jede Sekunde magischen Schaden in Höhe von 2% des aktuellen Lebens des Ziels. Wow. Das ist ja schon ein Ding, ja. Mehr Schaden ist immer besser. Ich habe gerade gesehen, ich bin eben zum ersten Mal gestorben. Zum ersten Mal? Ja. Krass. Ich bin schon 7-mal gestorben. Aber ich bin ja auch der Feeder, gell? Ich feede gerne. Ja. Oh, schon mal ein Ulti jetzt auf Level 3 und mache somit 800 Schaden. Bam. Insgesamt, also, weißt schon. Ja, ja. Ich hatte den heute mal auf 1000. Was? Geil. Ja. Mein Gott. Alter, mach ich das mal jetzt gerade. Ja, oder auch nicht. Sehr gut. Super. Hier kann man einfach durchlaufen. Oh, wie Timo da liegt, das sehe ich jetzt erst, wie süß. Ah, nein, ich bin voll reingelaufen. Und jetzt habe ich den Ulti an Nasus verbraucht, obwohl der noch... Egal. Ein Furz, jetzt alle... ein Furz hätte ihn getötet. Ah, wir haben gewonnen. Aufgabe. Sehr gut. Super. Das, GG, würde ich sagen. Alko, das war ein sehr gelungenes Match. Mir gefällt dieser... Wie heißt der? Malzaha? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber er macht super viel Spaß. Ich könnte mir vorstellen, auch eine... längere Bindung mit ihm einzugehen. Ja, der macht wirklich Spaß. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Vorspiel, mit dem Jules und mit dem Eiko. Und bis zum nächsten Mal. Dann ist vielleicht auch der Dan wieder dabei. Und ciao.